Ja, und jetzt willkommen bei einem weiteren Video. Und warum auch immer bewirbt sich ein Barros-Typ, wenn ich sage, Admar no invite beim Serverweiten. Hä? Huna bewirbt sich noch, dann können wir los. Ja, da. Hab's gerade gesucht. Ja. Nein, weil man ja für keine andere Instanz eine Gruppe findet. Und weil wir gerade nur drei Leute sind, die online sind. Darf ich dich beim Vornamen in Videos nennen? Meinst dich? Du ihn oder mich? Also ihn. Ihn. Aha. Oder soll ich dich beim Alten, bei Schicken nennen, oder? Wenn das irgendeiner weiß, dann respektabel. Aber nein, ist mir egal. Okay, nicht. Ich war dann Jonas. Ja. Nee, auf jeden Fall, wir laufen jetzt zu dritt die Instanz. Weil wir es können. Waren wir schon mal mit dir in Atma, ja, ne? Ja, ja. 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 Mehr als einmal. Ja. Aufhören zu essen, Huna. Hm? Ja, ja, das ist Mart, ja nervig. Gehört. Wir sind schon längst drin. Danke. Bin ja auch schon. Es dauert noch gerade ewig. Ja, du bist da, um uns auch einen Assa gegenzuhalten, also das. Jonas rollen. Hab ich eigentlich gerade. Ah ja, ich bin gestorben. Und beim Instanz. Du bist ja auch auf dem Übergang zum Instanz-Server. Wie sind die da auch? Ja, außer es sind Halbstunden. Ach, vor Stunden. Ich habe mir die zumindest mittlerweile so gelegt, dass ich sie direkt sehe. Gib's mir mal die drüber. Achtung, dabei nicht die Gruppe verlassen. Glaub mir, das kann passieren. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn das passiert. Hm. Wie oft ist dir das passiert? Oder einmal in der 12er-Dread. Oh Mann, ich wollte in die drüber gehen und ja, bin gegangen. Also solange du nicht in die drüber aus der Gruppe kriegst, ne? Nee, aber das war halt trotzdem blöd. Nö. Nee. Oh, das wurde mir noch wochenlang nachgehalten. Das war halt echt doof gelaufen. Aber das war halt so nah beieinander. Also in der anderen Übersicht. Nein, also Una ist jetzt hier nur und hier jetzt mal in Anführungszeichen. Weil unser kleiner Assa, der dabei ist und nicht so gutes Gear hat und... Ja, er kriegt halt Schaden. Wenn ich Schaden kriege, halte ich mich da wieder gegen, aber beim Assa... Er kann das auch, aber nicht in dem Maß. Kann man, glaube ich, so festhalten. Zumindest wenn du noch kein Gear hast, ist es nicht so leicht, sich gegen zu healen. Nein, wir machen jetzt hier Atma auf Serverweit, weil heute ist Samstag. Das heißt, Atma ist regulär nicht offen. Serverweit könnt ihr aber trotzdem die Instanz betreten und deswegen machen wir es jetzt gerade so. Das ist für all die Leute, die ganz trotzig gegen das System gehen und an Tagen gehen, an denen die offiziell nicht mal offen sind. Wir kämpfen gegen das System. Und Quest nicht machen kann. Ja, komm. Die ist doch echt egal. Ey, da war, das wäre nicht benennen Münze gewesen. Stimmt. Und ja, kann man mit Twink machen. Geringer. Ach, die geringen sind nicht die Welt. Aber ey, kann 9, man. 6 Millionen. Können wir am Montag mit dem Twink noch laufen, sonst. Sonst. Da müssten wir auch argumentieren, komm, jeder Tag, den wir laufen und nicht mit unseren Twinks, die Instanz laufen. Oh, das sind Spinell-Coins, die wir nicht machen. Aber die Spinellpreise sind ja bis ins Absurde gedroppt. Die Medaille oder für die Münze? Für die Medaille. Naja. Die sind unter 1 Million. Was? Schon wieder? Krass. Ja. Und sie gehen immer weiter. Wahrscheinlich wegen der Lootänderung in Kumuki. Kann gut sein. Denn ich wollte das auch jetzt auch noch mal einmal offiziell sagen. Weil ich nichts davon halte, dass... Nur eine kleine Auswahl von Leuten das sagen kann. Kumuki ist momentan der Loot geändert. Geht rein, testet es selber, dann wisst ihr, wovon ich rede. Loot Buff kommt jetzt eventuell rauf. Hat nicht resistet, ist alles gut.
Jo, nichts Besonderes. Kann ich drauf würfeln? Doch, jetzt. Ja, klar. Das ist ja eh nichts wert, das Ding. Nee, ich hatte wieder den Chat hinter dem Ding. Ach so. So, jetzt gehen wir hier raus, geben die Quest an. Ab. Wie auch immer. Und ich mach wieder. Hat wer den Key mitgenommen? Nö. Naja, das Ding ist 5 Millionen wert. Hä? Ja. Wer kauft das denn für 5 Mille? Ich hab das für 5 Mille gerade verkauft. Ja, aber nicht das aus Atma. Aus Atma kommt nur so ein Kopfteil. Labor ist die. Ich weiß nicht, ob aus dem Teil was anderes kommt. Ich konnte es noch nicht öffnen, weil ich den Key nicht bekommen habe. Ja, da kommt was anderes raus. Und der Key droppt übrigens auch nicht jedes Mal. Ich glaube, der war gar nicht diesmal dabei. Doch, der war dabei. Han hat aber jeder gepasst. Einer von. Nee, ich habe doch gewürfelt. Mhm, hab ich auch gewürfelt. Ich weiß es nicht mehr. Hat der irgendeine Quest fertig bekommen? Ja, die Rosa. Die habe ich ja nicht abgegeben. Brauche ich ja nicht machen. Hab ja schon 100%. Der Short ist offen. Ach, so. Ja. Oh, der Barus-Typ bewirbt sich halt wieder. Ich glaube, der hat das ganz. Da steht No Invite. Vielleicht kann der kein Englisch. Ja, aber da bewirbt sich jemand von Tor. So, liebes Psycho-Vibe. No Invite bedeutet, dass ich niemanden einlade, außer die Leute, die ich einlade. Das trifft auch für den 73er-Kantor aus Tor zu. Danke. Ich hab Blei bekommen. Ja. Diese Euphorie hätte ich die noch. Gehst du bitte auf Ready? Ja, ich hab das alles hier geschlossen gehabt. Dauert immer so lange, bis er ready steht. Ja, dafür müssen alle drin sein. Oh, du hast mir was geschrieben. Entry. Rat mal, was ich gestern aus so einer scheiß Kiste gekriegt hab, Nosra. Blei? Aus der Kiste selbst, meine ich. Ach, ich hab mir gestern gar nicht wahrscheinlich den Key abgeholt. Warte. Irgendwelche Kelche oder zerbrochene Krone oder so ein Scheiß. Das wäre ja noch schön gewesen. Was hast du gekriegt? Das. Packst du es. Super. Ach so, stimmt, die waren ja auch gar nicht handelbar. Also kannst ja Jonas geben, ne? Ja, nee. Die sind nicht handelbar. Nee, nicht handelbar und Account und sowas nicht. Ganz ehrlich, schreib den Support an, was das für ein Schwachsinn ist, dass ein Char, der 100% EP hat, das Ding kriegt und nicht Account-Haus oder sonst was handelbar ist. Ja, das ist echt sinnlos. Ja. Wenn ich das Ding handelbar, dann würde ich ja nicht mal was sagen. Ich hatte jetzt, ich weiß nicht von welchem Event, aber es muss ein Event gewesen sein, weil ich mir so ein Ding nicht kaufe. Eine 75er Schmucktour gehabt, die nur für physische Chars war. Ja, und ich mit dem Asa hab ja eine magische. Ja, die du mit dem Master hast ein Mannchen. Ja, die hast du ja von uns bekommen, vom Event. Das ist systemlich. Ja, aber es sollte halt trotzdem... Ja. Dann muss man ja darauf auch nochmal achten, wenn du dir eine Truhe aus dem Aha kaufst. Mhm. Ja. Dass das so an den Charakter gebunden ist, der die... Nee, nicht mal, du hast sie ja bekommen. Weiß nicht, dass das so ein Glücksspiel ist, ob du jetzt eine bekommst. Also sollten einfach beide drin sein. Ja. Nein, es sollte einfach, sobald die Klasse es öffnet, wird für die Klasse entsprechendes genommen. Ja, oder halt, dass es wirklich auswählbar ist. Ja. Dass beides halt. Ist ja bei der, die aktuell beim Event kommt. Luna, ich brauche ein bisschen hier. Hat gerade einen Knockdown. Vier hintereinander. Ja, kriegst noch ein Schild. Danke sehr. Ja, sorry, ich hatte keine Lust, einen AP-Bar zu schmeißen. Ey, hör mir auf, ich hab eben beim Ink direkt, ne? Bei dem ersten Mal. Du hattest keine. Beim ersten. Aha. Da hab ich auch geAP-Portet. Ich hab auch AP-Port genommen. Du musst sogar Marmelade und den, die Karte. Soll ich noch was sagen zum zweiten Ink? Du hättest auch ein Abschirmungswasser schmeißen können. Find das scheiß Ding, genau. Und zweitens, ich hab einen SM angegriffen. Ja, du hattest ein 4 drinne. Und Dots. Totes. Also, ja, aber du die hättest. Wären durchgegangen, so, durch das Abschirmungswasser. Jetzt hätte es können. Schweigen. Was für ein Express mehr kriegen wir denn? 50 Millionen XP machen. Heldenquest. Oh. Gabi, ich hatte 3-4 Mal ein Schweigen drauf. Mhm. Deswegen konnte ich auch nicht in die Transfo rein. Einmal oder zweimal Skill, glaube ich, und die anderen paar Male war Gottstein.
Raduta ist jetzt online. Können wir nachher mal BIP laufen. Was ist eigentlich der silberne Stern? Der gibt dir mehr AP. Genau. Perfekt. So. Bin mal gespannt, wie viele EP ich jetzt von dem kriege gleich. Nicht so viel. Ja, jetzt habe ich Goldstern, Wachstum und nochmal. Hey, ich bin runter auf 67%. Wohl, nee, ich glaube, die Energie der Welt gebe ich mir für den Schwink aus. Einen Stern aus der Post holen, yeah. GZ? Pfeifen. Ich weiß gar nicht, warum ich die Stundenrolle permanent nehme, wenn ich alle nehme. Das ist noch gewöhnt. So nebeneinander liegen, dass ich einfach die Stundenrolle auch immer direkt antippe. Wow. Oh, das hat wehgetan. Hallo, ich würde ganz gerne Skill nehmen, danke. Abwertungsserum ist drin. Wer hatte beim letzten Mal das Aufwertungsserum bekommen? Wisst ihr das noch? Ach du Scheiße. Was heißt das letzte Mal? Wo wir die Instanz waren. Ihr lauft wesentlich häufiger als ich. Keine Ahnung. Mm-mm. Und, egal, und, alle Waffen. Okay. Wow. Unverdient, Huna, unverdient. Kleine 97 mit der. Also okay. Das erste Mal, dass ich irgendwas hier gemacht habe ich auch eins bekommen. Aber ja, gut, ne? Also das nächste Mal, wenn wir zu dritten laufen, kriege ich eins. Gut, okay. Was? Nein, oder wir können halt einfach immer das Glück entscheiden lassen, soll mir auch egal sein. Das Glück so hoch ist, krass. Das Glück ist mit den Dummen. Ja, aber so dumm bin ich nicht, also daher. Bist du denn, wie bist du dir sicher? Bist du denn, wie der Skin heißt, der hier rauskommt? Aus der Kiste? Prinzess, das ist ein Kopfteil, das ist kacke. Okay. Ja, okay, Kopfteil macht keinen Sinn. Aber wenn wir das nächste Mal Lab laufen, Labor, würde ich mir auf jeden Fall die Keys mitnehmen. Mal sehen, ob ich mir noch den gratis Key. Ich hab's halt echt vergessen gestern. Upp. Portal. Naja, vergessen, beziehungsweise ich hab mir gedacht, ach komm, es kommt eh nur eine Schrottbelohnung raus. Wobei ich sagen muss, dass ich den gratis Key zumindest mal eine gute Idee finde. Das ist so. Oh, ich gebe dir den Fingernagel meiner Hand. Ja, wenn du nur diese drei Beute hast und dreimal Blei kriegst, toll. So wie ja, ich aber am ersten ein Key Tag, pro Tag ist okay. Habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt an dem ersten Tag am Mittwoch. Ich glaube, es ist jetzt nicht mal ein Alchemie. Dreimal Blei und dann. Yo. Das ist Alchemie, ist aktuell. Nee. Oh, ich hab ein Alchemie-Serum bekommen. Ja, aber ich hab nicht mal zu. Soll ich Beutel selber benutzen? Bekommen. Hä? Was ich mit dem Beutel? Ich hätte gerne einen Beutel. Oder? Hä, musst du nur den Boss looten? Hab das ich? Ist da. Dann hältst du den im Inventar. Nee, was meint ihr? Soll ich mal kurz kombinieren und selber eins öffnen? So, ja, mach doch. Ja. Einmal, komm. Was kann schon schief gehen, außer dass du halt nur Scheiße bekommst? Dass ich einen Bronze-Key kriege, also Kupfer-Key kriege. Mal gucken. Es ist ein Kupfer-Key, ja. Oh, jetzt bin ich aber. Ich hätte es lieber verkaufen sollen. Kann man das waren jetzt 4 Ancient Crown und 3 Fuck-Bundle. Kupfer-Key ist nicht handelbar, ne? Nee. Nee, die Keys allgemein sind nicht handelbar. Das heißt, entweder du verkaufst das Alchemie-Serum oder du öffnest selber. Jo. Aufwertungsserum, Legilager, zack. Braucht irgendwer von euch 200 Coins? 200 Iron Coins? Wirklich? 199 ist eine Rolle. Was? Nee, gerade nicht. Okay.
Soll ich mal an alle Loki Asmus, die mein Video schauen, fragen, ob jemand von denen 200 Ion Coins von dir abkaufen möchte? Nee, aber vielleicht, ob sie noch ein paar Goldpakete übrig haben. Ach komm, weißt du was? Ich kaufe mir jetzt kurz hier die. Was ist das denn für ein Scammer? Ich hätte es fast gekauft. Was? Das hier ist kein Alchemie-Serum. Das ist was anderes. Ja, yeah, das ist doch immer schon so. Seitdem sie das Alchemie-Serum haben, gab es doch auch immer schon diese. Faker. Ja, genau. Süßigkeit der Blase. Das sieht nämlich ähnlich aus, aber es ist nicht. Das ist eine Alchemie-Essenz. Nicht das, was draußen ist. Der Name ist das heißt dann auch wirklich Alchemie-Essenz. Aber es sieht genau gleich aus und das ist die Frechheit, die dahinter sitzt. Wie viel kostet das Alchemie-Serum? Im Aha sind es 35 drin. Aber er macht schlau. Er hat keine Beschreibung oben, die sagt, dass es das sei. Genau. Also es ist kein direkter Betrug. Man kann natürlich das im Support melden. Naja, was willst du machen? Er verkauft halt Süßigkeiten. Ach nee, er verkauft ja, aber Aha, ne? Nein, hier vorne. Er verkauft Items, die keinen Wert haben, die aber exakt genau aussehen wie die Event-Items und er will zu einer Verwirrung führen. Also von daher bin ich. Natürlich, aber. Gönn dir halt, weißt du, wenn irgendeiner so Dummes drauf reinfällt. Ja. Naja, ich mach das Video aus. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei weiteren Folgen und bis dann.